Guten Morgen vom Pfingstmontag, unserem 15. Tag. Jetzt kommt die Sonne durch. Vorher war es ja richtig neblig noch. Neblig ist es heute früh. Aber schaut aus, als käme die Sonne schnell durch. Gestern dachte ich noch, ich muss da hochfahren. Hätte ich nicht gemacht, wäre ich auf der Straße geblieben. Dabei geht es gleich da unten links wieder weiter. Ein traumhafter Morgen, nachdem sich der Nebel verzogen hat. An unserem 15. Tag, 20 Kilometer bis Schwäbisch Hall. Da hinten steigt dann noch der Nebel. Kurz hinter Braunsbach, wo heute am Pfingstmontag Markt aufgebaut wird, gerade noch, auch so eine Brücke wie drüben an der Jagst. Am südlichen Ortsrand von Ensingen gibt's Frühstück. Da ist ein Wahnsinnsbetrieb auf dem Radweg. Wir sind 3,5 Kilometer vor Schwäbisch Hall. Da sind mir jetzt vorher welche begegnet. Zwei Frauen kamen entgegen und sagen, wir kennen sie, wir haben ihnen schieben geholfen. Na, war das am Jagsttalweg drüben, diese eine Steigung, wo ich nicht hochkam. Super, danke euch nochmal. Und jetzt geht es da schön weiter. Man merkt, es wird hügeliger. Und das hat man auch, wer gesagt, nach Aalen zu, dann deftig teilweise, 15-17%. Und auch Schotter. Jetzt wäre ich wohl in Schwäbisch Hall, dann gen Osten abbiegen. Und nimmer nach Aalen runterfahren, weil das Risiko ist mir zu groß, dass ich diesen blöden Fehler wieder reinkriege, wenn ich mich da recht plag oder den Motor so plag. Habe ich ja jetzt schon zweimal erlebt und hier kann ich unmöglich eine Stunde fahren. Ja, und heute natürlich wieder Feiertag, also das riskiere ich nicht. So, ein paar hier eine Stelle gefunden zum Erfrischen. Da kannst du gut rein und so ein schönes Wasser. Ha? So voll toll das Wasser. Das ist der Quellbach. Und ein Asti, ja, wie schön. Oh. Das ist halt wieder voll Zeckengegend hier. Da wird ich schon wieder eine mitbringen oder zwei. Was sind die denn? Wie schön. Schaut mal, was es da am Weg gibt. Hundewiese und Auwiese. Da kann man einen Hund freilaufen. Hm? Gehen wir mal da rein. Da sind die anderen. Ja, wir gehen da mal rein. Innen. Ohne Leine laufen kannst du da. Ohne Leine laufen. Hm? Ist das voll super. Was ist das? Ja, so umgestülpt. Ja, was, die haben wir genug. Da ist sogar eine Wippe. Ein bisschen Agility-Sachen. Ja, wie toll. Und da hinten ist Gor. Patschi, guck mal, da jetzt die anderen sind. Kannst du gucken, gell? Alles wird untersucht. Das mache ich jetzt mit ihm nicht, dass er abrutscht. Ja, du darfst es schon machen, ja. Haben wir kein Asti, nichts haben wir. Wenn ich nicht erst gefrühstückt hätte, okay. Muss dann alles draußen stehen lassen.
Voll toll, voll toll. Wir sind in Schwäbisch Hall und da hinten, da ist ein einmaliger Spielplatz. In Schwäbisch Hall bin ich mitten ins Kuchen- und Brunnenfest reingefahren. Viele Wege waren abgesperrt und da stand ich jetzt mitten in der Menschenmeute und wusste nicht mehr, wo ich jetzt da weiterfahren soll. Der Durchgang war gesperrt und nur ein schmaler Fußweg war befahrbar, aber eigentlich wieder nicht, weil er zu schmal war und so viele Menschen. Jetzt stand ich da und habe im Handy geschaut, was für ein Weg möglich wäre. Und dann kam vom Roten Kreuz eine nette Frau, hat mich gefragt, wo ich hin möchte. Und ich habe ihr das erklärt und dann kam, war das jetzt von der Aufsicht oder war das noch ein vom Roten Kreuz? Und der hat dann extra für mich die Absperrung aufgemacht, dass ich den Weg durch konnte. Und auf der anderen Seite dann auch noch. Und so konnte man dann gut weiterfahren. Vielen Dank nochmal an der Stelle. Wir fahren jetzt raus aus Schwäbisch Hall Richtung Hessental. Muss man mal vergleichen mit der Karte. Wir sind auf dem Weg nach Hessental. Von Schwäbisch Hall ging es mühelos nach oben. Und jetzt sind wir am Flüsschen Bühler. Kleiner Film von Weg, es geht bergauf. Tannenberghalden in Lost Place. Kaum fährt man ein paar Kilometer nach oben, hat man Höhe erreicht. Kann dann da hinten bis wieder runtergehen. Guten Morgen von unserem 16. Tag Dienstag. Wir fahren gerade in Ellwangen ein. Da schließt sich dann eine Runde. Jetzt werde ich nämlich dann den Jagstalradweg ein Stück runterfahren und dann über Bopfingen Richtung Heimat. Einen Rewe gibt es da noch. Da gibt es dann ja, Futter für ein Patschi, Semmel und eine Breze vielleicht, Margarine. Der Regen hat uns, eigentlich ist Nachmittag erst, eins Gewitter angekündigt. Aber lieber so Regen als Gewitter. Es ist 8:45. Einkauf ist erledigt. Jetzt peile ich den schönen Speichersee an, mit der, wo die Ladestation ist, die ich aber jetzt ja nicht brauche. Aber zum Frühstücken ein trockenes Plätzchen erhoffe ich mir. Ich glaube, da ist irgendwie so Überdachung. Außer wir finden jetzt auf dem Weg dorthin noch was genauso geeignet ist. Ein Graureiher und ein Storch da drüben. Wir sind am Bucher Stausee. Heute mal nicht am Feiertag bei schönem Wetter, sondern Wochentag bei Regen. Das Dach habe ich mir ein bisschen weiter vorgestellt. Schade. Aber über die Brücke dann rüber. Mal schauen, ich guck mal im Fernglas. Da sind wir jetzt beim Frühstücken, nachdem wir uns da ends hochgekämpft haben. Es wird heller, aber das täuscht. Patschi hat gegessen und ist wieder eingestiegen. So schaut's aus von meinem gemütlichen Frühstücksplatz unterm Tarp. Und da fühle ich mich richtig ans Voralpenland erinnert. Ich glaube, da hinten, das ist der Ipf. Bei Bopfingen müsste sein.
Regen, 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 heute schon den ganzen Tag. Jetzt ist es 12:45. Wir sind in Bopfingen. Ich liebe Sportplätze. Das sind nämlich meistens so richtig tolle Überdachungen. Und da stehen wir jetzt endlich mal richtig trocken. Es hört nämlich nicht auf zu regnen. Drinnen kocht mein Teewasser. Jetzt mache ich mir einen schwarzen Tee und habe so einen Wannerschnitten gekauft. Und da gibt es jetzt eine Erfrischung. Jetzt hat er sich fürchterlich aufregen müssen, weil da oben hat er sich nämlich spiegeln gesehen und mich vielleicht auch. Aber vielleicht ist es in dein Erbsenhirni angekommen, dass du das bist. Hm? Wer ist das da oben? Ach, Pup. Ja, wie süß. Ist ja ganz süß. Komm, ja. Wir sind in Harburg und klatschnass. In Harburg bin ich dann klatschnass erstmal rumgeirrt. Halb den Berg runter und habe mir gedacht, nee, ich fahre nicht ganz runter, wenn ich dann wieder rauffahren muss und dann wieder rauf und zur Tankstelle. Da konnte man gut unterstehen und da habe ich dann in Ruhe nochmal nachgeschaut und habe gesehen, dass wir doch runterfahren. Da ist eine Ladestation beim Hotel und da wollte ich mir das angucken und unten geht es dann auch weitergehen. Das Hotel hatte zu, die Ladestation gab es in einem engen Hinterhof, eben zu eng. Das war nichts, dann sind wir weitergefahren. Dann habe ich im Discounter über der Wörnitz drüber noch eingekauft und dann wieder zurück über die Wörnitz und weiter Richtung Donauwörth. Und da haben wir dann, wie wir durch den Ort gefahren sind, einen Balkon gesehen. Ein Balkon, wo wir halb drunter konnten. Und da habe ich gefragt und die waren so nett, die Leute. Da durften wir dann bleiben und haben wenigstens dann vom Eingang vorne einen trockenen Bereich gehabt. Einen schönen guten Morgen vom 22. Mai, unserem wunderschönen Frühstücksplatz. Das Frühstück ist fertig. Jetzt gucke ich ein bisschen Internet, es ist 10:45. Vorher hat die Nachtigall so schön gesungen. Das ist der schöne See, wo wir gefrühstückt haben. 100 Meter weiter ist diese Badebucht. Ja, da hätten wir auch gut her können. Ist halt die Straße näher. Und da habe ich gesehen, dass es ganz toll ins Wasser hineingeht. Eisvorsänger. Da die ideale Badestelle. Ja, das glaube ich. Glasklares Wasser. Super, super schön. Blöd, dass der Patschi jetzt dann gleich einsteigen muss wieder, wenn wir an der Straße sind. Oh, vielleicht geht ein Fahrrad weg. Schauen wir mal. Was. Der ist zu groß. Viel zu groß. Das ist schön, gell? Och, da hätten wir, das merkt man uns, wenn wir da mal wieder sind. Aber im Sommer wird es da recht zugehen. Ja, denke ich mal. Kilometer haben wir noch bis heim. Aber da sind jetzt so viele Naturschutzgebiete, dass ich nicht weiß, ob wir da morgen oder übermorgen jetzt heimkommen. Geht über den Lech, dann haben wir wieder so eine enge Brücke.
Und wo wir herkommen, sind die Regenwolken noch nicht zu Ende. Da regnet es weiter, was geht, wie das wie's ausschaut. Nach 81 Kilometern bin ich bei Lilou und sie weiß gar nicht, dass ich komme. Und da stehen wir auf unserem bewährten Platz, wo wir letztes Jahr im Juli schon waren, wo der BR mit dabei war und wir bei Lilou das kleine Fahrradwohnwagentreffen gemacht haben mit dem Richie, mit dem Günther und mit der Leo noch dabei. Guten Morgen von unserem 18. Tag, 23. Mai. Wir sind von Lilou gestartet, ungefähr 9 Kilometer gefahren. Oh, 10,1. Unser Frühstücksplatz bei der kleinen Wallfahrtskirche. Wir sind an den Amperstromschnellen und da wird er jetzt schnell in den Stromschnellen, der Patschi. Das ist voll super. Ach was, erst noch was hier drauf lassen. Okay. Okay, was ist mit den Fluten? Patschi geht nicht ins Wasser. Wir sind an dem schönen Platz, wo wir immer wieder gern Rast machen. Und so eine tolle Rampe ist, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob Patschi ins Wasser geht. Weil er vorher schon gar nicht so interessiert war. Und der Amper noch. Ach, doch schon. Na, gar nicht. Es ist nicht wirklich warm. Der Amper war da drin und da ist er noch feucht. Reich geht es. Gerade noch vorm Abtauchen erwischt. Wir sind Altfrauenhofen. Fahren hinten rum wieder, wo der Patschi nochmal im Bach kann. 8,5 Kilometer bis nach Hause. Du magst echt raus. Bitte schön. Oh. Bitte schön. Ja, wo gehen wir hin? Erstmal verkünden wieder. Ha? Der Hans ist leider nicht da. Ja. So, Hyäne. Ha? Ich hab's gewusst.